Welcome back, Freunde, zu einem neuen Video. Wir sind wieder mal in einem fremden Gym. Wir sind in Linz an der ANBF, aber um das soll es heute gar nicht gehen, um den Wettkampf, sondern ums Training. Ich möchte euch zeigen, wie ich jetzt heute das Ganze angehe. Pull in einem fremden Gym, was wir für Übungen machen, warum wir sie machen und so weiter dementsprechend. Hier gerade Kraft am Trinken und wir gehen jetzt mal so ein bisschen durchs Gym durch und schauen uns das Ganze an, welche Maschinen wir ins Training implementieren. Immer erster Schritt, was ich mache, wenn ich in einem fremden Gym bin. Yes, let's go. Und darum lohnt es sich, einmal durchs Gym gelaufen, hier jetzt den Lat-Abreißer gefunden. Mal schauen, ob wir hier Brosep ein wenig outliften können. Ich glaube nicht. Ein Brosep ist wirklich scheiße stark. Mal schauen. Toni hier als Coach trainiert heute nicht. Erstmal ein bisschen Latballen. Erste Übung. Jetzt hier eine Row-Variation. Hier haben wir ja ein gutes Widerstandsprofil. Darum habe ich die Übung gewählt. Ziel ist jetzt nicht eine spezifische Muskelgruppe. Also wir wollen jetzt hier nicht isolieren. Ziel ist jetzt hier einfach den gesamten Rücken zu rudern, viel Gewicht zu bewegen, die Schulterblätter vorne gehen lassen, dann nach hinten zu ziehen. Ja, ich finde, das ist allgemein ein bisschen underrated bei Rückentraining. Es wird immer versucht, extrem viel zu isolieren. Das kann auch Sinn machen und sollte auch Teil eines Programmings sein. Aber nehmt auch Übungen rein, wo ihr wirklich den gesamten Rücken so benutzt, wie er anatomisch auch gebaut ist. Also, dass man wirklich einfach Gewicht zieht, viel Last bewegt, weil das, ja, kann ich euch versprechen, wird den Rücken zum Wachsen bringen. So, ich sag's euch ehrlich, dieser Satz war gerade wirklich ziemlich schwer. Wir reduzieren hier jetzt nochmals das Gewicht. Ziel im ersten Satz waren jetzt 5 bis 7 Wiederholungen. Jetzt gehen wir auf 7 bis 11. Also hier 2 richtig gute Sätze knallen wir jetzt hier rein. Upper Back wird danach ziemlich breit sein. Wir ballen jetzt hier noch einen Satz durch an der Gym 80 Maschine. Mal schauen, was wir da mit dem Stack anrichten können. Hier wieder das gleiche Prinzip, Ziel Upper Back, also hier Rhomboiden, Trapez. Wir bewegen die Schulterblätter so fest wie können, also wir gehen so stark wie möglich in die Protraktion, dann in die Retraktion. Let's go. Da habt ihr jetzt sehr, sehr gut auf dem Video gesehen, wie sich meine Schulterblätter bewegen. Die gehen wirklich mit nach vorne, gehen dann wieder zurück in die Retraktion. Seht richtig, wie ich die nach hinten zusammenbringe. Das ist genau, wenn hier Trapez und Rhomboiden richtig arbeiten. So muss es aussehen. So, nächste Übung hier ist der Lat-Abreißer. Warum heißt das Lat-Abreißer? Das Ding ist, dass das einfach so fucking schwer hier in der Dehnung ist und dann leicht wird, wenn es nach unten geht. Wenn ihr euch vorstellt, bei einem Latzug ist es halt hier meistens schwer. Der Hebelarm auf die Schulter ist groß und dann nach unten wird es leichter. Heißt, das ist ein Widerstandsprofil, was bei Latübungen nicht so typisch ist. Darum nennt man das Ganze auch Latabreißer. Wir schauen uns jetzt mal an, wie sich hier die drei Plates bewegen. Sollte eigentlich noch relativ easy sein. Zack, und da spüre ich schon, nach oben so schwer, dann geht's easy in die Kontraktion. Ja, mal schauen, eine Plate geht auf jeden Fall noch. Was meint ihr? War das zu schwer? Ich würde sagen, das war ziemlich gut. Ja, natürlich, die Übung, die fühlt sich echt an, als würde mein Arm ja direkt von der Schulter abreißen. Aber hat sich gut angefühlt. Wir gehen jetzt noch ein bisschen leichter auf 3,5 Plates. Die letzte war nämlich keine 20er, sondern eine 25er. Also Brosep muss ich da schon in Acht nehmen. Ja, auf jeden Fall gehen wir noch ein bisschen tiefer und ballen hier nochmals einen Satz durch. Sogar 2 Sätze wird es hier noch geben. So, es wird Zeit fürs Tanktop. Wir machen jetzt noch eine Übung für die seitlichen Schultern. Hier an der Bank mit der Kurzhantel habe ich euch letztes Mal schon gezeigt. Wirklich eine brutal geile Übung. Hier jetzt 4 Sätze davon. Beim Teres Pulldown, also Ziel hier, ist Teres Major, der Muskel, den ihr hier gerade seht. Und ja, wenn wir den treffen wollen, würde ich euch empfehlen,
das Schulterblatt nicht zu stark zu bewegen. Das ist etwas, was ich neu mache, fühlt sich aber viel besser an, dass ich die Schulterblätter hier wirklich ziemlich statisch lasse. Leicht lasse ich schon nach oben mitwandern, aber nicht zu stark. Somit könnt ihr das Ganze nochmals besser isolieren. Hier würden jetzt, ja, gehen wir jetzt hier in den dritten Satz mit Full Stack. Session bis jetzt, muss ich sagen, ziemlich gut. Atmosphäre hier natürlich nicht eine 10 von 10, aber kann man auf jeden Fall machen. Stabiles Kit, also viel Gym 80 Maschinen. Das ist natürlich sehr nice. Ich bin hier an der nächsten Maschine. Es wird nochmal schwer. Wir gehen nochmal in den Upper Back. Somit haben wir dann zwei Übungen für Latissimus Teres, zwei Übungen für Upper Back. Somit eine gute Mischung. Ich bin gespannt auf die Maschine. Ist so eine Low Row, habe ich aber auch noch nie gesehen. Ich probiere immer neue Maschinen aus, wenn ich in einem Gym bin. Einfach auch fürs Coaching, dass wenn ich Leute habe, die in einem Gym trainieren, in dem ich noch nie war, Maschinen drin sind, ja, dass ich sie einfach schon mal getestet habe. Dementsprechend hier die Maschine heute neu getestet, die Maschine, somit kenne ich die, kann ich die ein bisschen bewerten, wenn Leute ins Coaching kommen, weil der erste Schritt ist immer, sie schicken mir ihr ganzes Gym durch. Und wenn ich natürlich die Maschinen nicht kenne, muss ich da ein bisschen raten. Umso mehr Maschinen man kennt, umso besser natürlich. Maschine ist ganz okay. Ich habe zuerst versucht, außen zu greifen. Innen ist aber ein bisschen besser. Ihr seht hier auch wieder, Schulterblätter bewegen sich. Yes, good one. Durch mit dem Rückenteil. Jetzt wird noch ein bisschen die Schwachstelle Bizeps massakriert. Wir machen jetzt wirklich den Meathead-Move. Einfach Curls am Kabel. Finde ich aber echt geil. Programme ich auch sehr gerne bei Leuten rein. Gerade wenn sie einen V-Griff haben, wie wir hier haben. Ist das schon eine nice Übung. Mal schauen, was da so geht. Wir holen uns jetzt einen Armpump ab. So, es ist Zeit für einen kleinen Formcheck hier in der Garderobe. Gutes Licht ist auf jeden Fall am Start. Wir schauen uns das Ganze mal an. Ich bin momentan 99 Kilo, also nicht mehr ganz so schwer. Und ich würde sagen, das sieht man auch direkt auf den ersten Blick, dass hier die Form ganz eine andere ist. Ich würde sagen, in den Armen haben wir auch gut Progress gemacht. Und auch ein Shot wie ein Front Lat Spread sieht jetzt nicht mehr so verkehrt aus. Mal noch die Rückenansicht, das haben wir ja jetzt trainiert. So, sogar die Abs kommen hier langsam rein. Ich bin momentan nur noch auf 2400 Kalorien. Dementsprechend alles, was ich gerade nicht vor ein paar Minuten trainiert habe, wie die Arme, sind halt direkt wieder flach. Ja, das war's hier mit der Form. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr meint. Es müssen definitiv noch einige Kilos runter. Wir haben es geschafft. Die Session ist durch. Ich muss sagen, hat echt Bock gemacht. Auch wenn das jetzt nicht ein Hardcore-Bodybuilding-Gym war, war das echt gut. Also es hat echt gutes Equipment gehabt. Die waren echt verdammt freundlich. Wir konnten gratis trainieren, was sicherlich ja ein großer Win jetzt war. Jetzt habe ich noch eine kleine Mission, wo ich euch noch mitnehmen will. Und zwar, Toni und ich haben unsere Food Scale, also unsere, ihr wisst es, ich benutze gerne englische Wörter, wie sagt man auf Deutsch, unsere Küchenwaage vergessen. Und ich muss jetzt hier irgendwo noch eine finden. Wir waren gestern schon in einem Super Bila oder Bila Plus. Hat es auf jeden Fall nicht gehabt. Wir werden jetzt sehen, ob ich hier noch irgendwas finde. Erster Versuch hier im Eurospar, auf jeden Fall direkt gescheitert. Die haben mir gesagt, das haben sie hier leider nicht. Aber da oben soll es einen Saturn haben. Da gehen wir jetzt mal schauen. So, wir sind im Mediamarkt. Hier sollten wir auf jeden Fall fündig werden. Bin ich ziemlich überzeugt. So, wir haben hier eine große Auswahl an Küchenwagen. Wir nehmen auf jeden Fall eine, die nicht kaputt geht, wenn man damit reist. Ich würde sagen, das ist es. Hier 20 Euro, das nehmen wir mit. Wahrscheinlich brauchen wir jetzt noch Batterien. Ich würde sagen, das war erfolgreich. Jetzt geht's weiter ab nach Hause. Oder ab nach Hause, ab ins Hotel. Dann bereiten wir uns das Post-Workout-Meal vor. Das werde ich euch auch noch zeigen. Ja, und dann war es das für heute dann mit diesem Video. Vielen Dank an alle, die bis jetzt noch dran sind. Back im Hotel. Es gibt eine Mahlzeit. Und ich habe ganz vergessen, dass ich so ein guter Bodybuilder bin und natürlich eine Mahlzeit für heute vorbereitet habe. Wir haben hier Hackfleisch, Gemüse und Reis, das wir uns jetzt hier noch genehmigen in unserem Hotelzimmer. Toni und ich sind hier wieder zusammen am Start. Geht YouTube? Yes!
Morgen geht's los mit der Show. Ich bin sehr, sehr gespannt. Arnbev, einer der, ja, würde ich sagen, doch renommiertesten und besten Wettkämpfe der Saison. Ich freue mich sehr drauf. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr wie immer, ja, Code Ramon bei Evo benutzen. Evo Sports Fuel für die besten Supplements. Wenn ihr ins Coaching kommen wollt, ins Team Gymbrain kommen wollt, dann einfach im Link unten in der Beschreibung vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Haut rein.